Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay oder Let's Play Battlefield Hardline, diesmal aus meiner Sicht. Und hallo Steven. Hallo. Hallo. Und da ist ein Gegner. Ha, hab ich dich weg. Hab ich dich weggenatzt. Schnell weg, 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 weg. Ja, und wir haben, och Mann. Ja. Das ist mein Erster. Nice. Und mit uns zuckt auch der gute Jürgen. Sag mal hallo. 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 Ja, letztens gab, was war letztens? Letztens, ich glaube vorgestern, vor, also letztens, ist die E3 von sorry, dass ich jetzt ein bisschen stottere, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich weiß nicht wieso. Von E3, von EA, so, jetzt ist es raus. Von EA, da wurden halt sämtliche Spiele vorgestellt, unter anderem Battlefield 1. Das soll ja in im ersten Weltkrieg spielt, verdammt nochmal. Und ja, Steam, was sagst du dazu? Alles gut? Ja, alles gut, also ich möchte sagen. Ja, aber warum? Du musst argumentieren. Argumentieren. Aber fuck, man. Erster Weltkrieg ist. Also, nice. Also, Fakt ist, irgendwie, Erster Weltkrieg, glaube ich, juckt. Also, mich. Von dem Steven und viele andere, das wirkt eigentlich jeden mehr. So im Ersten Weltkrieg siehst du alte Waffen, was Historisches, Realismus, was hast du auch noch drin, weißt du? Und du musst halt auch ein bisschen mehr kapieren, also musst du mal gucken, so. Du musst dann mehr kapieren, so, wie du hinläufst, dass du nicht sofort stirbst oder so, weißt du? Ja, das ist auch so bei Call of Duty zum Beispiel, die haben ja auf die Zukunft gesetzt, haben die vollkommen einen auf den Arsch bekommen. So viel Dislikes beim Trailer und so alles, und du siehst hier, wie heißt die, Battlefield hat halt auf die Vergangenheit gesetzt und die haben super gute Zahlen bekommen, Likes und so weiter. Und ich hatte echt, ich habe seitdem, als ich den Gameplay gesehen habe, habe ich richtig Bock dafür, das zu spielen, ehrlich. Das klingt aber auch. Wo war denn geschossen hier, Alter? Call of Duty hat einfach zu krass übertrieben, das zu sehen. Zu krass, also die sind schon einfach zu krass drauf eingegangen. Ja, also ist in der Zukunft gar nicht mal so schlecht, ne? Aber. Ja, aber Call of Duty macht ja nur noch sowas. So Zukunftsscheiße. Auch komplett übertrieben. Also ab Black Ops 2, ne? Das war noch richtig geiles Spiel, aber danach Ghost, Advanced Warfare, das ging echt in den Berg runter. Ah, Advanced Warfare war eigentlich war gut, aber. Ach komm. Ich fand das war auch gut. Aber im Gegensatz zu Battlefield 4. Battlefield, also ich finde 3, ne? TOD 3, ich finde das einfach schon krass. Dass man mit Hände laufen kann. Ja, ich sehe ihn bei jeden Fall schon. Hast du schon mal einen normalen Menschen gesehen, der an den Hände laufen kann? Naja, wenn du nicht Chuck Norris heißt. Ja, Chuck Norris, aber. Ja. Was habe ich bekommen mit meinem Schwert? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und FIFA 17, ne? FIFA 17 wurde ja auch vorgestellt. Ein Trailer, Story-Trailer, ne? Das soll ja jetzt einen Story geben. Auch? Meinst du Pluspunkt oder nicht Pluspunkt? Meinst du? Pluspunkt, auf jeden Fall. Richtiger Pluspunkt. Aber was Neues, ne? Ja, mal. Ja, ich auch. Ich habe erst mal gedacht, was? Story Mode bei FIFA? Was? Geht das? Das Ding ist, man schlüpft in die Haut von Hunter. Ich weiß gerade seinen Warner nicht. Und man startet halt so irgendwie bei NBA. Man kann ja auch da. Es gibt auch einen Story Mode, oder? Ja, das ist das. Ja. Dann fängt man auch an von College oder High School bis um in die NBA Liga. Und das gleiche mit bei FIFA. Und dann Story. Dann fängt man auch klein an. Ich weiß nicht, fängt man sofort bei United an? Ich glaube schon, ja. Ja, ne? Aber trotzdem, ja. Man kann sich dann entscheiden, man kann nach dem Spiel Interviews abgeben. Einfach echt mega. Mhm. Mega. Bin echt gespannt. Die sollen auch eine Battlefield-Animation haben, die Spieler. Das heißt, die, also sie werden. Oh, scheiße! Fuck, 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 fuck.
die werden halt so richtig Animationen haben wie bei Battlefield. Das so richtig schwitzen sieht man. Einfach jeden Scheiß Haartropfen. Nee, Haartropfen, Schweißtropfen, Mensch. Oh, verdammt, warum schießt hier mit der Pistole, ey? Ich bin dumm. Und was anderes, es wird ja noch die Trainer geben, ne? Zum ersten Mal. Ja, dass man die Trainer auch so sieht, ne? Bei E3 gab es ja, war auch Mourinho da. Mourinho war ja auch da. Wurde ja auch vorgestellt. Und auf dem Cover ist diesmal nicht Messi drauf. Das heißt, Messi ist nicht der beste Spieler in FIFA 17. Ja, aber, also mit einer der besten, aber nicht der beste. Auf dem Cover sind, glaube ich, 5 Leute drauf, oder? Vier, ne? Reus, Reus, ja. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht mehr. Hazard. Hazard, glaube ich auch. Hazard. Und den anderen weiß ich jetzt nicht. Müsste ich gucken. Ich guck mal ganz schnell. Ein Moment. Da drauf sind. Ey Mensch, da gibt's jetzt keinen Cover oder was? Ach hier. Nee, doch nicht. Hä? Was? Ach hier, Cover. Nee, ehrlich, keine Ahnung. Pff. I don't know. Also hier steht nichts Konkretes drauf. Hier steht irgendwie, keine Ahnung, Joe Hart, dann irgendwie nur Reus, I don't know. Ja, wir werden es ja sehen. Ach, was. So, jetzt zum Gameplay. Wir werden es so machen. Die ersten 15 Minuten seht ihr bei mir. Und die restlichen 15 Minuten seht ihr dann bei Steam, je nachdem, wie lange die Runde dauert. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange geht schon die Folge bei mir jetzt. 7 Minuten, 5 ungefähr, ne? Mhm. Ja, können wir ja ein bisschen sehen, wie ich verrecke. Ah, oh, alles klar. Ja, ich spiele mit der M16. Die M16 ist meine Lieblingswaffe. Und, boah, ja. Sie, welche ist deine Lieblingswaffe? Bei den Bullen. Ja, ich bin mit den Bullen. Die K10. Ja. Die ist gut beim Nahkampf, ne? Absolut. Ja, die K10 ist die Waffe, die ich am Anfang des Gameplays hatte. Kann ich euch gleich mal zeigen. Hallo. Ah, scheiße. So, die K10 zeige ich euch mal kurz. Die K10. Das ist hier dann. Ups, hier die K10, das ist die K10. Ach Mensch, das ist der Camp da rum, ey. Ich wollte euch gerade mit der K10 was zeigen, aber nein. Ach, was war das für ein Scheiß gerade? Egal, ich spawn irgendwo anders. Ich hab einen Lauf. Boah, ey. Ah, alles klar. Was ist da? Ich kann euch nicht die K10 sagen. Die K10. M7, ich war weg ganz halt hier. Ich spawn, ich sterbe. Ich spawn bei C. Komm. Ich spawn wieder hier. Wir müssen mal zu A gehen. A. So, K10. Spielst du die mit auf Satz, Steven? Ohne. Ohne? Ich bin schlechter von mir.
Ja, ich spiele die Mütze auf Satz. Kann sehen, spiele ich persönlich. Zur Zeit vorne auf Satz. Boah, ich sehe gar nichts, ey. Dann macht es der meiste Bock. Ja, stimmt. Ja, gut, ich kann halt ohne nicht spielen. Ich muss, brauch die. Also, ja, das ist schon alles Geschmackssache, ne? Stimmt. So eine Nahkampfwaffe. Die Bolt Agent ist auch eigentlich voll geil, ne, Steven? Das ist auch voll geil. Die Bolt Agent. Die hier, diese Pistole hier. Aber ich weiß nicht, wie man die freischaltet. Die hier. Waffe ist mega. Die MDC, was ist das für eine Waffe, MDC? Ja, bei mir ist 2111. Es geht. Bei mir ist 13. Ich hab keine Gegner gerade. Ja, ich bin auch nicht. Also, die sind alle unten. Ich bin härter, ja. Die verteidigen B, glaube ich. Oh fuck. Das war knapp. Ja. Oh, da ist ein Sniper. Granate. Ach, scheiße. Da kämpft der Bote. Ja, Jungs, dann seht ihr die restliche Folge bei Steven weiter, ne? Bis gleich.